herzlich willkommen zu unserem neuen Format Top 5. Hier werdet ihr jeden Montag die 5 besten oder auch vielversprechendsten neu erschienenen Filme und Serien serviert bekommen. Schluss mit der endlosen Suche auf Netflix, Amazon und Co. Kinofilme gibt es wegen dem Lockdown gerade keine, aber die werden auch Teil dieses Formats werden. Und damit herzlich willkommen zu Top 5 hier auf Cinema Strikes Back. Gleich zu Beginn unseres neuen Formates brechen wir unsere eigenen Regeln und stellen euch einen Film aus der vergangenen Woche vor. Eighth Grade ist hierzulande ein echter Geheimtipp, da ihm leider ein Start verwehrt blieb. Der Coming-of-Age-Film von Bo Burnham zeigt das Teenagerleben der jungen Kayla nüchtern und unverblümt. So begleiten wir die 13-Jährige ungeschminkt und voller Selbstzweifel auf dem Weg, sich selbst zu finden, angeschürt von dem Druck der sozialen Medien. Auf Netflix startete letzte Woche auch Malcolm & Marie mit Tenet-Star John David Washington und Zendaya, die auch im neuen Dune mitspielen wird. Das schwarz-weiße Kammerspiel soll dem Trailer zufolge keine Liebesgeschichte sein, sondern eine Geschichte über die Liebe, was auch immer das heißen soll. Mit den beiden fantastischen Schauspielern und dem wunderschönen Look ist Malcolm & Marie auf jeden Fall einen Blick wert. Der Regisseur Sam Levinson hat übrigens schon in Euphoria mit Zendaya zusammengearbeitet. Netflix scheint einen Lauf zu haben, denn wir haben noch eine Empfehlung für euch. Neues aus der Welt sollte eigentlich in den Kinos starten, wird jetzt aber am Mittwoch auf dem Streamingdienst veröffentlicht. Tom Hanks spielt hier den Bürgerkriegsveteran Captain Jefferson, der durch die Vereinigten Staaten reist und die neuesten Nachrichten aus der ganzen Welt vermittelt. In Texas läuft ihm die 10-jährige Johanna über den Weg, die von Helena Zengel gespielt wird. Ihr kennt sie vielleicht als Benny aus Systemsprenger. Captain Jefferson willigt ein, das Waisenkind gegen eine hübsche Summe Geld zu ihren nächsten Verwandten zu bringen. Das alles klingt nach einer vielversprechenden Romanverfilmung. Wer von Tom Hanks diese Woche noch nicht genug bekommen kann, hat die Chance, ab Dienstag Der Soldat James Ryan auf Amazon zu schauen. Der Zweite Weltkrieg tobt in Europa. Binnen kürzester Zeit sterben 3 der 4 Söhne von Mrs. Ryan. Um sie vor dem Verlust eines weiteren Kindes zu schützen, wird ein 8-köpfiger Trupp in die Normandie entsandt, um ihren Sohn ausfindig zu machen und zurückzuschicken. Der Soldat James Ryan hat vor allem mit der nervenzerreißenden Ankunftsszene der Alliierten am D-Day Filmgeschichte geschrieben und verhalf Regisseur Steven Spielberg zu einem Oscar. Im Survival-Abenteuer Arctic, welcher ab Mittwoch auf Sky verfügbar ist, kämpft Mads Mikkelsen als bruchgelandeter Forscher in der Arktis um sein Leben. Hoffnung kommt auf, als er einen Helikopter auf sich aufmerksam machen kann, doch bei dem Rettungsversuch stürzt dieser ab. Mit der verletzten Pilotin im Schlepptau kämpft sich der Forscher durch die Eislandschaft. Also macht euch einen heißen Kakao, schnappt eure Kuscheldecke und schaut euch die atemberaubenden Landschaftsaufnahmen der lebensfeindlichen Arktis an. Alle weiteren Starts der Woche findet ihr in der Infobox. Wir hoffen, euch hat das allererste Video unseres neuen Formates gefallen. Schreibt uns gerne euer Feedback in die Kommentare. Guckt jetzt unser großartiges Special über Blade Runner 2049 an oder schaut euch das Vatikan-Video von Mr. Wissen2Go an. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder hier auf Cinema Strikes Back mit mir, dem Jonas.